schauen, was es für ein Gleis ist. Oder sollen wir einfach mal rennen? Los, einfach mal. Hier ist der sicher noch nicht. Ist das hier der Zug auf Berlin? Und wir suchen den Wagen 302. Ja. Ich komme da nachher. Ja, komm mal. Just welcome from Zurich Main Station to Berlin. Was hast du? Wo ist das Bett? Hinter mir. Ah, hier ist es. Und das zieht ab die Füße da oben. Mein Name ist Jonas, ich bin 26 und arbeite als Sachbearbeiter beim Eidgenössischen Hochschulinstitut für Berufsbildung. Ich sehe seit meinem 6. Lebensjahr gar nichts mehr. Aber dank dem, dass ich Manu gesehen habe, kann ich mich eigentlich noch recht gut an Farbe erinnern. Ich bin Yves, ich bin 31, ich komme vom Kanton Freiburg. Ich bin Radiomacher von Beruf. Und ich sehe 2% seit meiner Geburt schon. Ich sehe auch Farben, für mich sind die Sachen auch scharf. Wenn man das wahrscheinlich mit jemandem vergleichen würde, der gut sieht, wäre es auch für die Person nicht scharf. Wir haben im Fernsehen die Sendung vorgeschlagen, weil wir ja vor allem dank zwei Sachen reisen. Das eine ist Technik. Und das andere sind die persönlichen Begegnungen, Leute, die uns helfen. Und das wollten wir unbedingt zeigen, wie wichtig es ist, dass man einander hilft, dass man etwas zeigt, dass man miteinander redet und durch Begegnungen eigentlich Grosses anstehen kann. Weißt du, wo wir jetzt durch müssen? Ja, wir werden auf unseren Reisen häufig damit konfrontiert, wieso wir überhaupt als Blöni oder Sehbehinderte gegen reisen. Wir haben eigentlich gar nichts davon, haben die Leute das Gefühl. Dabei können wir die Stadt auch erleben, eben über den Geruch, über die Leute, die wir lernen kennen. Und das möchten wir unbedingt weitergeben und auch zeigen, dass es so Spass macht, als Sehbehinderte zu reisen. Hier, rechts. Ja. Ich kann auch noch lange nicht, weil da ist ein Haus. Ich habe nicht gefühlt, dass man da links kann. Dann weiss ich doch. Da geht es wie runter. Dank den anderen Sinn und dank den Begegnungen habe ich manchmal das Gefühl, sehen wir fast mehr beim Reisen als Sehende. Oh, Velo, rechts. Wobei, Entschuldigung. Eben, ich weiß nicht, ob es da richtig ist. Ich kann ja mal da vorne jetzt links abbiegen. Ah, jetzt gehen wir jetzt da. Gehen wir da drüber? Ja. Oh, Achtung, Velo. Hat es hier nicht auch ein Lichtsignal gehabt? Ja, vielleicht habe ich zu wenig gut geschaut, aber es war eine kleine Straße. Okay. Wir wollen auf Berlin, weil das eine Stadt ist, die im Moment sehr boomt. Gehen wir da drüber. Und wir nehmen da Wunder, wie die Grossstadt jetzt ist. Es ist wirklich eine Grossstadt. Was heisst das? Wie spüren wir das? Kulinarisch freue ich mich sehr. Einerseits auf die deutsche Küche, aber andererseits auch natürlich auf Currywurst. Und neben dem Boden. Velo links. Oh ja, hopp, der Beste. Wieder reinfahren in den Pfosten. Sorry. Ich freue mich, dass ich auf Berlin darf, auch meine Sachen entdecken, geschichtlich. Die Berliner Mauer, die mich
sehr interessiert, wie sehr das, also wie fest das heute die Leute auch noch prägt. Da leben so viele verschiedene Leute zusammen, auf eigentlich kleinem Raum, wenn man das so sagen will. Ist man da vielleicht doch ein bisschen toleranter? Fällt man da vielleicht doch ein bisschen weniger auf, wenn man eine Behinderung hat? Oh nein! Oh, Achtung! Ich denke, war ungünstig. Jetzt? Ja. Das ist auch deine Brücke. Ja. Das ist schön. Oh, jetzt kommt es gut. Wie sieht die Distanz aus? 80 Meter. Und jetzt rechts abbiegen. Mit 10 Meter. Ja, komm dann ab dieser Maschine. Die gehört jetzt jeder. Sogar ein Fernsehjournalist. Das ist gut, wenn wir Leute mal. Ja. Guten Morgen, Herr Arnold. Das ist der Yves Kilcher. Wir sind hier jetzt irgendwie so in der Nähe von einer Maschine. Ich weiß nicht, ob ihr uns seht. Yves? Super. Merci vielmals. Sind wir eben zu spät? Ja. Guten Morgen. Guten Morgen. Mit welchem habe ich jetzt telefoniert? Mit Herrn Küchler. Hallo, guten Morgen. Ich bin der Adrian. Freue mich, Yves. Hallo. Also, wir sagen Antü, das geht super. Einfach. Hallo, Adrian. Jonas. Hallo, mich. Jonas. Hallo, Adrian. Freut mich sehr. Freut mich. Schön, Sie wieder zu Berlin. Wir sind auch beide die, die so ein bisschen schauen, was auf der Welt passiert. Und Deutschland spielt ja im Moment eine grosse Rolle in allen möglichen Themen. Und da ist halt auch immer wieder der Korrespondent vom Fernsehen wichtig, wo er die Situation einordnet und etwas zur ganzen Geschichte sagt. Dass wir dir anhören? Ja, natürlich. Super, genau. Wir haben ihn getroffen, weil wir das Gefühl hatten, er kann uns ein Berlin zeigen, wo uns sonst nicht Menge zeigen kann. Aber los. Und die Distanz zwischen dem Kanzleramt, das bei Merkel ist, und der Schweizer Botschaft, das sind etwa 50 Meter. Okay. Also, was über eine breite Straße geht. Ja. Und die Schweizer Botschafterin oder der Botschafter, jetzt sind sie ja neue Botschafter, die haben die Möglichkeit, eigentlich der Merkel ins Büro zu schauen. Linker Seite oben ist das Büro von der Frau Merkel. Okay. Ist das schon gewesen? Nein, in ihrem Büro bin ich noch nie gewesen, aber im Kanzleramt da sind wir recht viel, also im Gebäude drin. Da macht sie auch die Pressekonferenzen. Der letzte war der französische Präsident hier, der Emmanuel Macron. Ah, ja. Und der fährt dann so von der Rechtsseite mit dem Auto, mit der Polizei, Töff und so ein. Und dann empfährt sie denen da. Also, zuerst gibt es immer einen Handshake. Und das ist eben für den Beitrag uns hier noch wichtig, dass er so ein bisschen die Mimik beobachtet. Frau Merkel hat so ganz eine verschmitzte, sanfte Mimik. Aber du merkst schon, dass sie hin und wieder euch nach uns ein Signal geben will. Spannend, ja, dass er das erwähnt mit der Mimik. Das ist, glaube ich, schon etwas, was recht wichtig ist. Oder wo man halt so als sehende Person ging viel probiert zu interpretieren, was hat er mit dem wollen sagen oder was hat er gemeint. Aber das mache ich mir wahrscheinlich auch einfach mit der Stimme. Und wenn ich eine Stimme höre, dann denke ich, oh, die Person ist ein bisschen traurig oder eher glücklich. Mimik ist sicher so, etwas, wo uns halt wie fällt. Könnt ihr euch das jetzt so vorstellen, sehr gut vorstellen, wie das Gebäude aussieht? Ja. Ja. Der Reichstag ist, sagt er so, von der Dimension her 3 bis 4 Mal so gross wie das Bundeshaus zu Bären. Ja, so gross. Stell dir mal vor, bei der Akropolis gibt es auch so das, ja, das Dreieck oben drauf. Genau, genau. Das ist tatsächlich vergleichbar. Also es hat so ein bisschen einen Einschlag von dem. Das hier ist noch relativ etwas Neues. Und nachher hier oben habt ihr die, das ist die alte Mauer. Ah ja, oh, ja, ist ein grosser Unterschied. Ja, genau. Ja, stimmt. So fühlt sich deutsche Politik an. Hart, knallhart. Rauch, genau. Und steinig. Ich habe es jetzt auch noch nie angefasst. Ja, aber Sandstein, das spürt ihr sofort. Mhm. Also mit Berner Münster. Ja, genau. Ja. Oder? Ich würde schon sagen. Und es hat an Teilen Ort hat es auch noch Einschusslöcher vom Zweiten Weltkrieg. Ah, sicher? Wirklich? Ja. Ja, das ist eine super Idee gefunden von Adrian, dass er uns die Mauer hat gezeigt und dass wir die auch spüren können. Und auch eine weitere Erklärung dazu, dass das eigentlich der Zweite Weltkrieg auch überlebt hat. Schon etwas, was in Erinnerung bleibt. Und man hat auch jetzt noch so ein Gefühl in Erinnerung von diesem Reichstag.
Ja, komm, ich kann jetzt schon die Aufsägerposition zeigen. Ah, ja. Also da, wo wir die Live-Schaltungen machen. Bist du auch gestern gsi? Da bin ich gestern auch gsi, jawohl. Genau, richtig. Ja, das ist halt schon so ein Grund, warum wir reisen. Weißt du, dass man das, was man in der Tagesschau hört oder so, was wir ja meistens hören, dass man das dann eben spürt oder schmeckt oder erlebt. Es wird so wie dreidimensional für euch. Ja, genau. Ja. Genau. So genau, ich stehe eigentlich mit dem Rücken zum Reichstag, so wie ihr jetzt steht. Ja. Und da vorne ist der Kameramann, gerade vor euch. Und der filmt eigentlich in meine Richtung, oder würde jetzt hier so dir ins Gesicht filmen. Ja. Und im Hintergrund das ist schön der Reichstag, genau. Gut, dann machen wir mal eine Frage. Na, jetzt mal eine kurze Einschätzung. Deutschland im Vergleich zur Schweiz, die ersten Eindrücke aus Berlin. Man muss ja ein warten, oder es gibt eine Verzögerung, bis du aber redest. Genau. Die Deutschen sind sicher direkter, wir haben es schon bemerkt. Ja, vor allem auch die Schweizer in Berlin, die gefallen uns sehr gut. Das ist ja besser, hätte ich das nicht sagen können. Hier oben und hier prüfe ich meinen Friseur nachher. Coiffeur. Hey, du bist ja bekannt für deine Haare, gell? Sagt man. Wie hast du den gefunden? Der ist hier in meinem Quartier, gell? Genau. Was ich bei Adrian noch sehr cool gefunden habe, ist, bei ihm hatte ich das Gefühl, er hat von Anfang an gecheckt, was wir wollen. Er hat uns sein Berlin gezeigt. Sehr schön, danke. Das ist die beste Art Reiseführer eigentlich für uns. Jonas, kannst du noch ein bisschen mehr gegen die Mitte suchen? Ja. Für die Sehenden ist es ja scheinbar wichtig, nicht nur uns zuzulassen, sondern auch noch ein bisschen zu schauen, wie das es denn dort ausgesehen hat. Meine Mutter ist ein sehr Adrian Arnold-Fan. Darum habe ich gedacht, da müssen wir fast eins machen. Sonst kann ich auch fast nicht mehr heim. Super. Super. Ja. Danke. Vielen Dank. Ja. Wollt ihr zur U-Bahn? Ja, genau. Genau. Ich gehe mit euch mit. Ah, super. Die Kreuzung ist ziemlich groß. Ah, super. Aber bitte. Ja, ich am Mann. Ja, klar. Wollt ihr bleiben? Ja, geht das? Ja, klar. Danke. Wo wollt ihr hin? Zu Curry 36 an der. Oh, natürlich. Kennen Sie es? Jetzt, los. Gut. Ja, Curry 36 kenne ich. Jetzt seid ihr gerade beim Bürgermeister. Das ist auch sehr lecker. Ah. Jetzt bist du nach rechts. Was sollen wir hier nehmen? Also die Schlange momentan ist sehr, sehr, sehr lang. Also es dauert mindestens eine Stunde. Das ist grün. Danke. Wenn man mit Leuten in Kontakt kommt, grundsätzlich, dann bekommt man halt verschiedene Sachen von ihnen mit. Wenn man sich am Arm anhängt, spürt man die Haut oder man schmeckt vielleicht, ja, wie sie schmecken, Parfüm oder auch sonst. Und so macht man sich halt ein Bild. Also so mache ich mir ein Bild von Frauen. Sind Sie aus Kreuzberg? Eigentlich aus Rostock, wohne aber in Dänemark, aber habe auch ganz viele Jahre in Berlin gewohnt. Ah. Hier so, kommt das Ding hier so? Ja? Ja. So. Sie war, glaube ich, kleiner als ich. Sie war, glaube ich, nicht mega schlank. Sie hat nicht so feine Haut gehabt. sie war immer sehr freundlich. Soll ich euch mit reingehen? Ja, haben Sie noch Zeit? Ja, klar. Das wäre super. Ich glaube, so über jemanden gesehen und finde, wow, das ist jetzt eine hübsche, sympathische Frau, die möchte nicht kennenlernen, so diesen Moment haben wir halt nicht. Bei Frauen jetzt, ja, da fragt man vielleicht halt noch ändern mal jemanden nach, ob er sie ihm beschreiben kann. Oder über das Gespräch, halt auch, über die Einstellung, über den Humor.
über die Art, wie eine Frau redet, wie sie erzählt, wie sie sich für einen interessiert. Zu einschätzen, was sie so von einem will oder von einem denkt, das finde ich wirklich extrem schwierig. Wenn man eine Frau schön findet vom Charakter her, dann ist sie automatisch halt auch schön vom Aussehen. Auch für mich. Ja. Also jetzt ein paar Treppen, also vier Treppen und dann nach rechts. Super, vielen Dank. Schönen Tag. Vielen Dank. Danke. Super, danke. Hier. Nein. Aber? Weiter. Nein, sehr, sehr, sehr weiter. Okay. Ist das Curry 36? Ah, müssen wir hier anstehen, oder? Ja, genau so. Super. Ist die Schlange lang? Nö. Ich bin Curry 36 geht. Okay. Ja, man ist sich da nicht so sicher, ob die Currywurst wirklich aus Berlin kommt ursprünglich. Aber ich glaube, es ist schon so, dass man mal muss hier Currywurst probieren, wenn man Currywurst einigermaßen gerne hat. Yves. Ah, da. Hier. Ja. Nein, alles gut, alles gut. Ah, sorry. Ich bin I'm your help. Your helper. Ah, super. Yves. Ja. Hier. Okay. Did you order already? Ja, wir haben schon alles bestellt. Okay. Wo ist euer Essen jetzt schon? Okay. Vielen Dank. Ich komme. Langsam. Drei Schritte noch. Stopp. Danke. Hand ausstrecken, hier ist der Tisch. Super, vielen Dank. Yves. Ja. Warte, gucken. Hier ist die Gabel. Dankeschön. Hier endet der Teller. Danke. Vorne ist die Wurst, hinten sind die Pommes. Okay? Vielen Dank. Gar kein Problem. Okay, super. Gerne. Vielen Dank. Schönen Tag. Danke, schönen Tag. Danke. Tschüss. Tschüss. Ein guter. Ein guter? Mal probieren. Ich glaube, bei dir ist noch ein. Ehrlich gesagt war die Currywurst nicht so speziell gewesen. Also, irgendwie. Ja, halt einfach Ketchup und Curry und eine Wurst. Ja, gerade so gerne eine ganz normale, blutige Bratwurst und noch ein bisschen mit Pommes frites. Ist gerade so gut wie die Currywurst dort. Oh, jetzt ist es auf dem 2, 303 Meter auf dem 2. 60 Meter auf dem 12, ja. Ja, ich nehme an, die Pfeil haben sicher Google Maps schon gebraucht. Bei uns ist es halt so, dass wir mit den Karten selber nicht viel anfangen. Wir lassen uns wirklich über die Sprache navigieren. Das heisst, links abbiegen, 200 Meter rechts abbiegen. Ich denke, die Apps machen ihn halt ein Stück weit unabhängiger. Hier hat Helene noch mal gesungen. He? Du meinst, dass sie noch Weltmeister kam? Genau. Oh, was ist echt das? Oh, das? Ich weiß nicht. Irgendwo. Machen Sie die Bauern frei. Was? Machen Sie irgendetwas frei. Machen Sie die Bauern frei. Im ersten Moment war es mir ein bisschen mulmig. Ich weiß nicht, so einordnen, was das genau soll und was man machen soll. Aber es ist irgendwie zweimal oder so ist die Ansage gekommen. Und dann ist irgendwie das Fahrzeug vorbeigefahren. Ja, es war irgendwie so ein Transport von etwas, aber nicht unbedingt etwas Gefährliches. Das ist wahrscheinlich auch den Leuten angemerkt. Aber so im ersten Moment war es schon noch schwierig, wie das jetzt einzuordnen. Irgendwie kommt es mir ein bisschen vor wie am Zeitglocken. So. Also jetzt? Ja. Drücken? Ach so, einfach. Jetzt so, ja. Ist gut. Stopp. Hier stoppen. Ach, da. Komm auch noch nicht raus. Hat es hier ein Lichtsignal? Hat es hier ein Lichtsignal? Nein, hey, aber jetzt laufen. Mal gerade noch laufen. Ja, das kann man ja nicht überkommen. Ja, Helikopter. Ich nehme an, dass das jetzt hier links ist. Das ist ja recht gross. Ja. Das muss ja wie so ein Feld sein, oder? Ja, es steht noch 90 Meter, aber ich denke, das ist schon hier links. Probieren, so ja, wie hier. Probieren. Ah ja, guck. Hey, ah ja. Guck, das ist schon die Pflöcke.
im Holocaust manchmal, man kann wie Teil sein von dem, oder man kann drin eingehen, es ist eine Art Labyrinth. Es ist spannend, das zu entdecken, die Grösse zu erfassen. Nein, aber es macht nicht viel. Ja, ein bisschen höher werden sie. Ja, wie Häuser fast. Ah ja, da wird es aber auch noch mal höher. Ja. Da ist Hölle hoch. Ja. Kannst du nicht mehr hoch? Mit dem Stock. Ja, stimmt, mit dem Stock. Egal, einfach alles geradeaus. Also gut. Jonas? Herr Jonas? Jonas? Ja. Ah. Da. Wo? Da. So, jetzt fühle ich von Luther her einfach schon. Yeah. Hä? Jetzt mal bleiben stehen. Aha. Denkst du, sonst finden wir uns nie mehr. Komm. Ja. Woher? Da rein. Ich finde schon nur die Größe und die grosse Fläche, das finde ich so wichtig, dass das so viel Platz einnimmt. Ja, ich finde auch, wenn man da drinnen ist und überlegt, wenn man das gewidmet ist, also, es passt einfach auch sehr gut. Es hat ja auch sehr so einen symbolischen Charakter. Es ist etwas, wo den Erwachsenen sicher hilft, für nachzudenken. Aber wir haben auch gesehen, auch Kinder dort. Es hat wirklich so eine spezielle Atmosphäre. Schon krass, wenn man so darüber schaut, ja. Das Wenige, was ich sehe. Yves, ja? Die wäre glaub gut. Die wäre gut. Können Sie nehmen? Ja, nehmen wir die. Also rein. Ist gut. Ja, rein. Ich hoffe es. Ich habe das Gefühl, das ist der gleiche Zughersteller oder Motor oder so. Wie bei der RBS-Band. Ja, aber einfach die viel stärkere Variante. Ja. Jetzt lang juste hier wieder. Komm her. Ja. Du bist noch Pfosten. Sorry. Ja, du hast Pfosten, sorry. Nein, dir. Aha. Ist ja schön hier. Das ist idyllisch. Zwischen den Bäumen. Es birgt jetzt nicht wieder Touristen-Hotspot. Aber man muss man echt durch? Dann gehen sie zu. Links oder? Ah, oh, nein. Hey, links geht es aber nicht. Nee, rechts. He? Da. Ja, das sieht gut aus. Ist das der Modellpark? Das ist der Modellpark. Herzlich willkommen. Hallo. Danke, hallo. Das kostet pro Person 3 Euro. Super. Da gibt's dann auch 2 schöne Karten. Dafür. Super. Ah, super. Warte, jetzt zahle. Ja. Nein, nein. Nein, alles gut. Wie du kennst, geil. Hey, das sind 5, oder? Das sind 10. Ah, oh, genau. Also dann. Das passt schon. Dann tauschen wir einmal die Karte. Super. Waren Sie schon mal bei Dank. Uns? Nein. Nein. Wäre es vielleicht möglich, dass uns jemand wenig die so ein, zwei Gebäude zeigt, die wir auch antasten könnten? Aber gerne, natürlich. Der Modellpark bietet uns halt die Möglichkeit, dass wir keine Gebäude, Sehenswürdigkeiten ertasten. Die Gebäude aber sind ja so gross, dass man einfach nur mal einen kleinen Teil von den Mauern zum Beispiel ertasten kann, wie wir das beim Reichstag gemacht haben. Und dann ist es halt cool, wenn man so ein bisschen eine Übersicht bekommt oder man das ganze Gebäude erfassen kann. Es wäre ein Wohnblock. Das, ja, genau, genau. Oh, dann schreiten wir jetzt auf das Brandenburger Tor zu mit der Quadriga und den Säulen und die beiden Nebengebäuden. Und dahinter ist der Streitwagen mit der Göttin und dem Adler obendrauf als Siegeszeichen. Ja, Flöckler.
genau. Der Adler hier. Es ist schon spannend. Ich habe erwartet, dass das Brandenburger Tor recht gross ist und so ein bisschen pompös. Und bin fast ein bisschen enttäuscht, wenn man so im Vergleich die anderen Gebäude kann spüren kann. Da ist ja das Brandenburger Tor daneben nichts. Kommen wir zum nächsten Mal. Mhm. Gerne. Ja. Ja. Das ist ein grosses Gebäude. Das ist der Reichstag. Genau. Ah, da haben wir ihn wieder. Genau. Da stehen wir auf der Wiese, auf der großen Wiese vor dem genau, Gebäude. Genau, da stehen wir auch gerade. Ja. Und schauen direkt von vorne auf den Reichstag. Aha. Der Korrespondent vom Schweizer Fernsehen hat uns erzählt, dass hier eben Frau Merkel ein- und ausgehen bei diesem Portal. Ach, okay. Aber da hat er seine Treppe. Die ist jetzt nicht nach. Wobei, achso, daneben, oder, da links daneben oder ist die war das Treppe. Aha. Ich wusste. Hier. Da springt Opa. Vielleicht Frau Merkel eher raus. Ja. Aber cool ist ja, wie die Mauer, die Mauer ist schön nachgebildet, weil die kommt mir eben spüren. Mhm. Und da spürt man so wie. So wie Steinbilder oder so wie Steinplatten. Und das spürt man hier auch sehr gut. Ja, genau. Die Verknüpfung von dem, was Adrian gesagt hat, und dem, was man dort erlebt hat. Also, dass Adrian ihnen sagt, oben am Eingang heisst dem deutschen Volk. Und dass man das dann wirklich auch spüren kann, ist schon noch cool gewesen. Eine schöne Schrift, he? So geschwungen. Jim. Volke. Das ist wahnsinnig. Immer weiter. So, und hier ist jetzt Schluss. Das ist wahnsinnig. So, jetzt biegen wir hier ab. Ja. Super. Wir haben am Anfang gedacht, ja, vielleicht führt er uns jetzt vor allem durch, weil noch das Fernsehen dabei ist. Aber das Fernsehen hat dann die Kamera abgestellt, dass sich nicht mehr für uns interessiert. Und er ist weiter mit uns weitergelaufen und hat uns noch x Gebäude gezeigt. Und er hat sich wirklich unglaublich viel Zeit genommen für uns. Das war wirklich sehr cool. Da ist eine ganz bunte Wand. Das waren auch Berliner Skater Boys. Ja. Warte, du bist auf der Straße. Tramschiene. Da haben wir drücken. Drückt? Ja. Komm, wir gehen eins. Ja, ich glaube, es wäre nicht mehr grün. Nein, aber es laufen noch Leute von uns. Sorry. Da ist wieder Graffiti links. Es kann natürlich auch sein, dass es jetzt schon ist. Aha, das ist ja längerer Abschnitt. Die Mauer, oder wir zu der Eastside Gallery wollen, weil wir gewusst haben, dass so ein Teil der Mauer immer noch dort steht. Den wir mal auch erfassen und spüren, wo ist denn die Mauer genau war. Wie hoch ist die Mauer? Wenn du mit dem Stock so rauffährst, dann kommt da oben etwas. Oben, wie, ich kann es nicht richtig erklären. So wie ein Stoff fährst oder so. Stoff? Oben ist. Ja. Ein Holz. Oh, ein Dreck. Könnt ihr euch als Mauerputzer bewerben? Genau. Siehst du etwas von den Bildern? Ja, ich kann auch die Bilder nicht erkennen, aber ich sehe die Farbe jetzt hier. Da fand ich nicht. Also unten ist. Da ist gelb. Also da, nein, noch weiter unten ist weiß. Da ist weiß. Ja. Da ist gelbe Streifen, blaue Streifen, gelb. Ja, ich habe schon noch eine Vorstellung von Farben. Ich kann mich noch erinnern, durch das, was ich bis 6 gesehen habe, kann ich mir noch etwas unter blau oder gelb, rot und so vorstellen. Als Kind sieht man vielleicht die Welt auch noch etwas anders. Von dem her kann ich nicht sagen,
wie gut, wenn ich mir das noch vorstellen kann. Aber ich selber habe für mich ein Bild und das ist so das Wichtigste. Zum Glück sehe ich sogar so Licht oder wenn die Sonne scheint, habe ich das Gefühl, es wird heller oder es ist hell. Aber das ist sicher einfach Einbildung, wie ich weiß, ja, wenn ich die Wärme spüre auf der Haut, dann ist es wahrscheinlich die Sonne. Und, ja, von dem her habe ich wahrscheinlich so das Gefühl, oh, jetzt ist es ja hell oder es muss jetzt heller sein. Da steht etwas drauf. Ein Mann. Hallo? Darf ich Ihnen die Hand geben? Ich bin Günther Schäfer. Ah, guten Tag. Ich bin der Autor dieses Bildes. Ah, okay. Ich lese den Text vor. Ja. Diese Flagge basiert auf dem Grundgedanken von Frieden und Einheit aller Völker. Sie ist eine Auseinandersetzung mit dem Erbe aller deutschen Generationen nach dem Zweiten Weltkrieg. Ein Mahnmal gegen jede faschistische Tendenz. Doppelpunkt Reichskristallnacht, 9. November 1938. Mauerfall, 9. November 1989. Ah. So einmal das dunkelste Datum, die Kristallnacht, und einmal das Datum der Freude, die Mauer öffnen. Wann haben Sie das gemacht? Im März 1990. Ah, und jetzt kommen Sie häufig noch vorbei? Ab und zu, weil der Inhalt des Bildes gefällt nicht jedem. Und es wird sehr oft heftig zerstört. Ja. Und bis dato habe ich das 62 Mal restauriert. Wow. Ja, also, es war ein riesiger Zufall, eigentlich auch, dass wir den Herrn Schäfer hier getroffen haben. Das ist ja, also, und vor allem war es so schön, wie er das hat vorgelesen hat. Und uns das Bild auch erklärt, das ist eigentlich das Beste. Also, jetzt nichts gegen deine Erklärungskunst, aber das ist einfach schon noch gerade ein bisschen mehr besser gewesen. Sie sind ja nie aber mehr. Vielen Dank. Ja, ich bedanke mich. Alles Gute. Und viel Spaß. Schöne Begegnung. Danke. Fand ich auch. Und vor allem viel Erfolg. Sehr wertvoll, sehr informativ. Danke. Vielen Dank. Danke. Schönen Tag. Also können wir jetzt so 1,3 Kilometer laufen? Ja. Hallo. Ja? Wir möchten zum Olympiastadion. Ja, voll mich. Okay. Aha. Okay. Wo kennt ihr es? Super. Ah, ist echt der mit dem Rollstuhl? Mit was sind Sie unterwegs? Bike. Little Bike. Ah. Gepäck, weiß ich nicht, was das heisst, aber. Also, ich glaube, der Grund, dass die Leute mit uns Englisch reden, ist einfach, dass wir anscheinend wirklich so wie die grössten Touristen aussehen. Weiß nicht. Nein, Sie können Deutsch sprechen mit uns. Ja, super. Ja. Von der Schweiz? Ja, Schweiz. Ja, schön, kennst du ja? Ja, einfach. Also, ich bin jetzt auf dem richtigen Weg dahin. Ja, danke. Na denn? Viel Spaß, ne? Sind Sie jetzt da bei den Olympiaringen? Ihr seid genau unter den Olympiaringen. Okay, super. Also direkt, oder? Danke, vielen Dank. Okay, tschüss. Schönen Tag. Ciao, ciao. Tschüss, ciao, ciao. Super. Keine Ahnung. Sie haben Anrufe. Hä? Ich habe mich angeschlichen. Ah. Hallo. Hallo. Ah, Entschuldigung. Hallo. Wie geht's? Gut, danke. Hallo. Jonas, freut mich. Hallo, Fabian. Ciao. Hallo. Bei mir ist halt Shooten irgendwie schon seit Kindheit ist das halt extrem wichtig. Und wir sind nachher darauf gekommen, dass ja Berlin einen Schweizer Shooter hat, bei BSC Hertha Berlin, der Fabian Lustenberger. Und tatsächlich hat es geklappt und wir sind plötzlich per WhatsApp mit ihm in Kontakt gewesen. Was ist? Bravo. Danke vielmals. Ja. Ja, einfach, dass man auch ein bisschen weiss, wer es organisiert. Ja, das ist gut. Ja. Du als Schweizer, wie hast du so Berliner erlebt? Wir hatten so in den ersten Tagen das Gefühl, uiuiui. Gewöhnungsbedürftig. Ja. Ja. Sehr direkt. Halt. Ja, genau, sehr direkt. Ist einfach so Hallo, guten Morgen und Tschüss, wie gesagt. Also sehr direkt auf eine Art, auf die andere ist es trotzdem so ein bisschen distanziert. Die ticken ein bisschen anders. Und für mich persönlich ist eigentlich immer relativ gut alles gegangen. Er ist mir sehr unkompliziert übergekommen, der Fabian. Aber auch herzlich, wie er uns geführt hat. Überhaupt keine Berührungsängste. Jetzt gehen wir zum Trainingsplatz. Das geht sich ganz leicht rauf. Das habe ich sehr geschätzt. So. Es war so eine Begegnung auf Augenhöhe, würde ich sagen. Spielt ihr auch selber? Schaut ihr selber auch so ein bisschen Ding?
Eben leider nicht. Nein, also das wär wirklich etwas vom Ersten, wenn man mich cool. fragt. Ja. Wenn du würdest sehen, dann würde ich Auto fahren und shooten. Ja, okay. Das sind die zwei, so, ich komme ja. aus einem Dorf, wo ich 2000 Einwohner hat und ja. 3000 shooten. So. Ja, sehr gut. Oh, links unten. Hoppla. Aber ja, links aber unten, aber ist richtig drin. Gut, links unten. Keine Chance für einen Goalie. Aber jetzt machen wir es noch schwieriger. Ja. Blind. Oh. Gute Idee. Hast du das Teil? Ja. Meine Tasche habe ich die woher da? Jetzt. Ah, da, ich habe sie. Ah, ah. Ich gebe das immer. So. Merci. Achso, ich gebe also, nicht einfach die Augen zu, aber nicht. Hä? Nicht schiessen. Ja, ja, ja. Nicht ja. schiessen. Also, ich glaube, das Goal ist da. Wo? Da. Ich glaube, nicht ganz. Ich glaube, es ist so. Aber ich bin ja auch nicht sicher, gell? Scheiße. Also, probieren wir es doch einfach mal. Fabian! Kannst du schauen? Ja, ist drin. Was ist noch etwas für das Training, so Orientierung? Ja, also wir so. Haben... Oder machen das wir das auch? Wir haben das vor ein paar Jahren mal gemacht, dass einer eine Klappe hatte. Oder ja, so ein Ding. Und einer nicht, hat so geführt, weißt du? Jetzt kann man schon sagen, ja, es ist ein Schubplatz wie den anderen. Natürlich, aber eben gerade weil du mit dieser Person noch redest und ein bisschen spürst, wie sie funktioniert, wie sie tickt, bekommst du wirklich noch mal ein anderes Bild. Tschüss, Fabian. Der Ball nimmst du Bau, ja. Ja. Alles klar. Macht's gut. He. Merci. Danke. Also. Tschüss zusammen. Tschüss. Ciao, tschüss. Danke. Tschüss. Ach, Entschuldigung. Der ist schon sympathisch. Ja. Sehr, sehr, sehr. Und nicht cool, wenn er uns alles zeigt. Ja. Ja, aber Schüttler werden wir lieber nicht. He. Wir wollen, wie heißt die Adresse? Sehr waterweit. Ja, jetzt geht's dran. Also hier in den Hof können wir jetzt links reingehen. Super, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Jetzt hat es hier die Tische. Links. Ja. Hast du noch Angaben? Wie? Guten Tag. Ich begrüße Sie. Ich stehe vor Ihnen. Kann ich Sie bitte anschütteln? Guten Tag. Hallo. Ich gehört. Herzlich willkommen im Museum Blindenwerkstatt Otto Weidt. Otto Weidt hat hier an diesem Ort, wo wir uns gerade befinden, 1940 blinde und gehörlose jüdische Menschen unterstützt, versucht zu retten. Er hat sie versteckt. Er hat sie hier in diesem Ort behandelt wie Menschen. Wir haben von dem Otto Weidt Museum gehört und haben gefunden, das werden wir unbedingt schauen. Das hat natürlich auch mit uns selber zu tun, weil ja, es hat ja in dieser Zeit auch uns betroffen. Das sind die, die Werkräume, in denen eben die blinden und gehörlosen Arbeiterinnen und Arbeiter hier Bürsten und Besen hergestellt haben. Ah, okay. Wenn wir von Blinden sprechen, dann sprechen wir von Blinden aller Religionen. Es gab schlimme Repressalien gegenüber Blinden, egal ob jetzt jüdisch oder nicht jüdisch, von Sterilisation und so weiter. Aber solange sie eben sozusagen noch produktiv sein konnten für den Staat, solange konnten sie sozusagen leben. Mhm. Ja. Also Zwangssterilisation finde ich einfach mal schon grundsätzlich schlimm. Aber ich bin gar nicht auf den Gedanken gekommen, warum man das gemacht hat. Und wo uns nachher die Frau hat gesagt, dass sie das dann vor allem gemacht haben, weil sie davon ausgegangen sind, dass quasi die Blindheit oder die Sehbehinderung, dass das eine Pest ist. Oder wie sie gesagt, eine Krankheit. Das hat mich recht mitgenommen. Das ist eine recht heftige Vorstellung, zu wissen, dass man nie darf und kann eine Familie haben. Wir wollen schon viel. Sei es die Möglichkeit für einen Job, die Möglichkeit für eine gute Freizeit. Wir wollen zusammen reisen. Aber was gibt es Wertvolleres als eine Familie? Ich habe meinen Arm an der linken Seite. Und dort das letzte Gedicht. Der Otto Weidt war ja selber stark sehbehindert oder blind. Und hat ja
sehr viel bewirkt, sehr viel auch machen können. Eigentlich auch, aber gleich auch mit seiner Behinderung. Und das zeigt mir auch, dass man sich manchmal einfach sich muss einsetzen für andere Leute, dass es so unglaublich wichtig ist. Wo bist du? Hier. Ah, okay. Oh, ist so Musik. Die Musik passt gerade zur Stimmung am letzten Abend. Ich habe das Gefühl, ich habe Berlin wirklich von seinen verschiedensten Seiten kennengelernt. Mir ist Berlin jetzt nicht nur noch als graue Stadt in Erinnerung, sondern auch so mit dieser Landschaft. Cool war das mit dem Jonas zu erleben. Die Mauer, die für mich extrem bleibt, das Treffen mit dem Künstler, das hat die ganze Geschichte für mich noch mal so ein bisschen näher gebracht, auch ein bisschen fassbar gebracht. Das hat mir eigentlich mehr gegeben, als ich erwartet habe. Das zeigt ja, Berlin ist, glaube ich, einfach eine Stadt, wo man x-mal kommen kann und gleich noch nicht alles gesehen hat. Das reizt mich, bald um hierher zu kommen. Okay. Okay. You can put the head on your on the kippa also. Okay. Es ist noch viel los da in Jerusalem. Wie wir es schaffen, da trotzdem den Durchblick zu behalten, das sieht man nächste Woche.